Hey Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Modkiste und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Modkiste. Und heute, meine Freunde, ist der allerschönste Tag für mich, denn ich habe es tatsächlich geschafft. Ich besitze einen Führerschein, ja, das heißt jetzt, also ich glaube, also ich kann euch jetzt, glaube ich, ganz genau sagen, wie lange das bei mir gedauert hat. Also, der Führerschein hat bei mir einfach so lange gedauert, ja, dass ich letztes Jahr im Jahr 2014 angefangen habe, ja, und wir haben jetzt 2015 im Juli, ja. Das heißt, ich habe im Juli 2014 angefangen und jetzt haben wir Juli 2015 und ich habe den Führerschein, ja. Das heißt, ich habe ein ganzes Jahr für diesen dämlichen Führerschein gebraucht, ja. Das ist einfach, naja, wie soll ich sagen? Also, ich habe es halt eben jetzt geschafft, so diesen Führerschein zu schaffen und ich muss sagen, einen Führerschein zu machen fällt für manche leichter, aber auch für manche einfach schwerer, ja. Wie die meisten von euch wissen, wie ich das eigentlich schon öfters erzählt habe, bin ich ja auch einmal durchgefallen, beziehungsweise zweimal jetzt insgesamt. Denn es sah ja so aus, dass ich einmal durchgefallen bin in der Theorie und einmal durchgefallen bin in der Praxis, ja. Das ist halt eben immer so ein Ding, ja. Also und jetzt letztendlich habe ich es dann wieder geschafft beim zweiten Versuch, jeweils immer beim zweiten. Bei der Theorie habe ich nicht gelernt und bei der Praxis jetzt, wo man Auto fahren muss und dem Prüfer dann beweisen muss, yo, ich kann Auto fahren, ja, hat es beim ersten Mal auch nicht so gut geklappt. Da hat mich irgendwie der Prüfer nicht so ganz gemocht. Ich habe dem irgendwie gesagt, ja, ich bin der Roman, ich möchte gerne einen Führerschein haben, hallo. Und der dann so, ah, ja, okay, du bist Roman, möchtest den Führerschein haben. Wow, schön für dich. Wisst ihr, und dann hat er mich, glaube ich, nicht so derbe gemocht irgendwie und dann hat er mich wahrscheinlich durchfallen lassen. Oder ich bin da einfach selber schuld, wir haben gerade eben ein Problem. Ich habe mir gerade eben versucht, hier eine Unterführung oder sowas herzubauen, ja. Und ich muss das gerade eben hier nochmal kurz abmessen, wie das denn hier aussehen sollte mit der Unterführung. Das muss ich mir nochmal kurz abchecken. Einen Moment bitte, weil wir haben hier, nochmal von dem Thema Führerschein, also es war auf jeden Fall so, ich kann euch da ein bisschen was erzählen, wie das denn war. Also so einen Führerschein zu machen, ist für mich ja nicht ganz einfach gewesen. Es war, um ehrlich zu sein, eigentlich eine richtige Tortur, ja. Also beim ersten Mal bin ich halt eben durchgefallen, beim Führerschein ist es total doof gewesen, da habe ich vergessen zu blinken und bin deswegen durchgefallen. Und heute war ich tatsächlich nochmal sozusagen Führerschein machen und so und da hat es dann ganz, ganz knapp geklappt, ja. Dieser Fahrprüfer, der ist fast ausgerastet mit mir, weil ich manche Sachen immer vergessen habe, aber letztendlich habe ich jetzt dann doch bestanden, ne? Und das hat dann eben alles geklappt. Und ich muss sagen, es ist so schön, wenn ich jetzt diese Zeit endlich rum habe mit diesem Führerschein, denn es sieht so aus, dass dieser Führerschein einfach so viel Zeit gefressen hat die ganze Zeit, dass ich weniger Zeit hatte für YouTube-Videos. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich jetzt mehr Zeit für mich da, um YouTube-Videos zu machen, was ich eigentlich nur wunderbar finde, denn es war einfach mega schlimm. Ich musste die ganze Zeit Fahrstunden nehmen und dann musste ich da immer das machen und dann musste ich irgendwie lernen, irgendwie für die Theorie. Und das ist einfach nur mega schlimm gewesen, ja. Und dann hatte ich noch diese aerosol.de Website jetzt nochmal im Dings, im Hintergrund, wo ich jetzt auch nochmal kurz dazu was sagen muss. Es sieht nämlich so aus, dass die aerosol.de Seite wirklich, die ist gerade, das ist unglaublich, was da gerade eben gemacht wird. Also es ist wirklich, wenn man so die alte aerosol.de Seite kennt, ja, dann ist so die neue, die jetzt gerade eben gemacht wird, das ist einfach unglaublich, wie das aussieht, ja. Also auf der alten Seite hatten wir ja dann immer diese Probleme und alles drum und dran, ist jetzt bei der neuen Seite alles weg, ja. Ich kann das gar nicht mal so oft, zu oft erwähnen, aber dieses Projekt, ja, was ich da aufbaue sozusagen, das ist einfach unglaublich krass, ja. Warte mal, kommen wir jetzt bei Derby raus zufällig? Sind wir jetzt bei Derby? Warte mal. Ah, doch, da hinten, da kommt jetzt, glaube ich, das Licht raus. Ich möchte nämlich den Tunnel hier so cool wie möglich hinbekommen. Oh Mann, warte mal, wo sind wir denn hier? Einen Moment bitte kurz. So, easy. Ah, okay, das heißt, wir sind jetzt hier. Wenn wir also jetzt hier lang graben, dürften wir hier rauskommen, dann hätten wir eigentlich einen perfekten Tunnel. Das müssen wir heute noch hinbekommen, damit da noch ein bisschen was steht. Ich muss jetzt so sagen, also, ich habe ja schon mal erzählt so ein bisschen über die Seite, dass es dort dieses Casino und sowas geben wird, ja, aber so richtig erzählt habe ich das ja noch nicht. Also, es sieht ja eben so aus, die neue Slotmaschine ist fertig und es gibt ein neues Prinzip, ja. Ich habe euch ja mal in der letzten Adventure Map, falls ihr die gesehen habt, ja, auf jeden Fall nochmal angucken. Ganz am Anfang sieht man nochmal bei der Adventure Map, das war irgendwie was mit Wladimir am Ende, irgendwie das Video heißt Zuckerschock von Wladimir oder sowas in der Art, ja. Und da wurde dann nochmal erklärt, nochmal ganz genau, da wurden nochmal so drei goldene Profilbilder gezeigt und zwar gibt es tatsächlich goldene Profilbilder auf der neuen Website, denn es gab ja damals immer nur so die normalen Profilbilder. Ich weiß jetzt nicht, ob, also es gibt jetzt bestimmt Leute, die Modkiste gerade gucken, die jetzt gar nicht wissen, was ich meine mit der Website, aber an die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind bei Modkiste und sowas, es gab sozusagen damals so eine Website, wo man halt eben so Sachen machen konnte. Also einfach mal aerosol.de in der Suchleiste in YouTube eingeben, ja, dann dürftet ihr dort, glaube ich, irgendwas finden, was so, was die Erklärung bringen würde zu dem Thema, was ich hier die ganze Zeit hier bearbeite. Es sieht so aus, Alter, der Tunnel ist schon cool, den wir
mehr haben. Wir müssen hier einfach nur ein bisschen mehr in die Breite gehen, damit das hier ein bisschen besser aussieht. Warte, easy peasy. Naja, und jedenfalls, ich möchte da jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen, aber es gibt sozusagen ein neues, komplett neues Slot-Machine-Prinzip, weil letztes Mal war das ja immer so, dass man ja immer nur eine Slot-Machine hatte und an dieser Slot-Machine hat man dann einfach die ganze Zeit immer gedreht, ja, es war immer die gleiche, die hat immer, die hat immer drei Profilbilder, drei Dings-Punkte gekostet, die man sich halt eben holen musste mit diesem Dings-Bums, ihr versteht, was ich meine, musste man sich halt eben mit diesen drei Punkten dann immer diese Profilbilder holen, ja, und letztendlich konnte man dann sozusagen einfach nur an der Kiste drehen und dann hat man ein Profilbild bekommen. So, das neue Prinzip aber von der Aeroso.de Website, was mega cool ist, ist, dass es verschiedene Kisten gibt, ja, das heißt nicht so wie damals sozusagen einfach nur eine Kiste, sondern es gibt mehrere Kisten und zwar die sind einfach so unterschiedene und was halt eben auch krass ist, dass sich bei diesen Kisten halt eben Norbert noch mit eingeschlichen hat. Das heißt, Norbert ist bei den Kisten mit dabei und zwar ist Norbert einmal bei der normalen Kiste dabei, weil Norbert ist ja ein blaues Profilbild, was eigentlich nicht so viel wert ist, ja, aber Norbert ist eine ganz spezielle, ein ganz spezielles blaues Profilbild, denn Norbert ist auch ein Spaßverderber auf der Website, das heißt, er ist in der allerstärksten Truhe drin, die eigentlich sehr viel Ressourcen kostet, die kostet richtig viel Profilbilder und Schlüssel und um sich einen goldenen Schlüssel zu holen, muss man 10 lilane Profilbilder eintauschen und in der goldenen Schatztruhe gibt es eigentlich nur Hauptgewinne, goldene Profilbilder und Norbert, ja. Das heißt, es ist möglich, dann Norbert zu bekommen und Norbert ist halt eben der Spaßverderber hoch 1000, ja. Das heißt, Norbert macht mir nicht nur die Hölle hier heiß in Modkiste, sondern der wird auch euch die Hölle heiß machen, indem ihr an der heftigsten Kiste dort dreht und dann ist es tatsächlich möglich, dass ihr Norbert dort bekommt und Norbert ist nichts wert, ja. Das ist einfach, weißt du, da hat sich einfach Norbert eingeschlichen, der hat sich einfach gesagt, yo, Alter, ich werde da jetzt euch auf die Nerven gehen. Das heißt, es tut mir jetzt schon leid, aber Norbert wird leider auf der Website dabei sein, wie auch in Modkiste auch und dann spürt ihr mal diesen Schmerz, den ich ebenfalls habe, ja? Und ich muss sagen, der Tunnel, den wir hier gebaut haben, der hat irgendwie Style. Das heißt, wir könnten hier nochmal ein bisschen was aufgraben und dann, ja, relativ haben wir dann hier einen wunderschönen Tunnel. Das müssen wir später mal irgendwann so ein bisschen größer bauen, aber daher, dass wir jetzt diesen Tunnel haben, können wir hier so durchlaufen und später können wir uns dann mal vielleicht hier so eine Treppe hinbauen, ja? Und dann kommen wir hier raus und dann können wir das vielleicht noch ein bisschen hübscher machen, indem wir vielleicht nochmal hier so ein bisschen Sand wegmachen, so wie, ach komm, wir machen das jetzt gleich einfach. Naja, jedenfalls ist Norbert sozusagen dann der neue Spaßverderber, also der da hinten, der die ganze Zeit mit meinem Schwert und meinen Dingen herumläuft, ja, der ist dann sozusagen auch der Spaßverderber für euch, ja, das heißt, es ist also dann möglich in der stärksten Kiste auf der Website, was ich natürlich noch in einem separaten Video erklären werde, dann eben Norbert zu bekommen, ja, das ist halt eben, das ist, Norbert ist halt eben überall dort, wo man ihn nicht haben will, aber man kann natürlich nichts dagegen machen, so, also, ich wäre jetzt dafür, dass wir jetzt nochmal ganz kurz, die ganzen Sachen, die wir gerade eben abgefarmt haben, in unsere Farmkisten dort hinten reinlegen, in unser Lager, denn wir haben nämlich wieder viel zu viele Sachen dabei und was wir heute noch machen müssen ist, dass wir heute nochmal hier die Bubblegums und so ein Zeug sozusagen machen müssen, ja. Also wir haben hier in der letzten Folge jetzt Bubblegums und so ein Zeug dazu bekommen, ne, was natürlich heißt, dass wir, sozusagen mit diesen Bubblegums arbeiten müssen, denn bei Geruchsneutralina mussten wir irgendwelche Sachen dagegen eintauschen, die Sticks nämlich immer einfach aus Sicherheitsgründen mit. Das Lucky Sword brauchen wir auch nicht, Emeralds auch nicht, Steaks brauchen wir ebenfalls nicht, die Bows, brauchen wir den Bow, würde ich mal mitnehmen, glaube ich. Hier dieses Spider-Eye brauche ich nicht, Diamonds sind immer relativ wichtig, dann die Buckets nehmen wir einfach auch mal mit, weil es einfach wichtig ist, blaues Gras brauchen wir gerade nicht. Iron Ingot ist, glaube ich, auch gerade nicht vom Vorteil. Die Iron Bars legen wir auch da rein und das hier natürlich auch. So, denn es sieht so aus, dass Geruchsneutralina eigentlich irgendwas haben wollte bezüglich Dingsterbumster. Ihr versteht, was ich meine. Bezüglich irgendwie dem Bacon-Teil, was wir da brauchen. Denn das ist dieses Bacon-Teil, was wir da irgendwie von ihr benötigen. Dafür benötigen wir irgendwie so eine Art, was haben wir nochmal dafür benötigt? Ich glaube, ein Donut, richtig. Weil wir mussten ja irgendwie so ein Donut und sowas holen. Das heißt, wir müssen kurz zu Geruchsneutralina reingehen. Was geht ab, Geruchsneutralina? Das heißt, wir müssen nochmal kurz hoch zu Geruchsneutralina, die jetzt wahrscheinlich keine Kundschaft gerade mehr hat. Geruchsneutralina, was hast denn du nochmal gebraucht? Also, sie hat gebraucht, warte mal, hier den Crystal Game Apple und den, ein Bubblegum. Davon haben wir zum Glück 5 Stück bekommen. Das heißt, hier den Donut, den haben wir jetzt. So, das heißt, wir brauchen noch kurz einen Crystal Block. Crystal Blocks sind tatsächlich von diesem Order, wie es heißt, warte mal. Wir können nochmal kurz nachgucken. Das sind diese Crystal, ja, guck, da ist dieses Crystal Ore. Da haben wir den Crystal Block. Lass mal gucken, wie man den baut.
Warte mal, so. Das heißt, dafür brauchen wir Crystal Gem. Und Crystal Gem gibt es dann wahrscheinlich dann aus diesem Crystal Ore, ja. Und das Crystal Ore, das weiß ich noch ganz genau, wo das ist. Denn wir haben ja hinten in den Bergen, dort, wo Snakewitz damals war, ja, war ja damals sozusagen noch, da waren richtig viele Ores und so unterwegs. Und ich glaube, dorthin können wir theoretischerweise laufen. Wir können uns zwischendurch auch nochmal hier das Menü kurz ausmachen und dann kurz den Time Hermit anziehen, damit hier auch noch schön die Zeit nochmal vorbei rauscht. Denn, sieht ja jetzt so aus, ja. Wir müssen ja jetzt sozusagen dieses Crystal Ore holen, damit wir sozusagen den Dings holen können, das Baconstück. Und das Baconstück, meine Freunde, ja, benötigen wir halt eben den, um den Spaltulla, den wir hier haben, in einen goldenen Spaltulla zu verwandeln. Und den goldenen Spaltulla, ja, also an die Leute, die jetzt natürlich jetzt nicht die letzten Folgen angeschaut haben, die sind natürlich jetzt arm dran, weil die sind nämlich nicht auf dem neuesten Stand. Es sieht so aus, dass wir natürlich die ganzen Sachen noch eintauschen müssen, ja. Es ist natürlich, wisst ihr, es ist meistens mal so. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr, seid mal ehrlich, wirklich ehrlich, habt ihr, oh, da haben wir es glaube ich schon mal, da ist schon mal das erste, habt ihr eigentlich schon jede einzelne Folge Modkiste gesehen? Weil es gibt ja jetzt inzwischen schon über 60 Folgen Modkiste, glaube ich zumindest, falls es, ja, okay, es könnten vielleicht auch nicht 60 sein, ah, da hinten ist nochmal welches. Es könnte nämlich sein, also ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich alle Folgen gesehen hat. Also ich verlinke ja jedes Mal eigentlich unter den Folgen sozusagen die Playlist, ja, und die Playlist sagt sozusagen sagen einem, yo, Dingsterbumster, du kannst alle Folgen dort sehen, ja, in dieser Playlist. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die wirklich alles live gesehen haben. Was ich mit live meine, ist, dass wenn eine Folge rauskommt, dass man die guckt, ja, und man die halt eben live sieht, ja. Und dann gibt es noch die Leute, die nachschauen, das heißt, die Folgen, die es schon lange gibt, die schauen sich die Leute nochmal an, um auf dem neuesten Stand zu sein. Wir haben jetzt übrigens 9 Crystal Gems, daraus können wir uns kurz ein Crafting Bench hier bauen. Theoretischerweise hätten wir auch nach Hause gehen können, um das zu machen, aber wir bauen uns hier unseren Crystal Block. Das heißt, wir können jetzt gleich bei Geruchsneutralina das Ding dann eintauschen. So, jedenfalls zu dem Thema, es gibt halt eben Leute, die schauen Modkiste nach, ja, ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die haben gesagt, ja, ich bin bei Modkiste, weiß nicht, Folge 27 auf dich gestoßen, ja, und ich wollte dann einfach mal die vorherigen Folgen sehen und haben die einfach von 1 bis 27 alles durchgeguckt, ja, und dann versteht man halt eben auch die Story dahinter, was halt eben gerade eben alles passiert in der Welt von Freeway City und da sieht man halt eben zum Beispiel, es gibt vielleicht Leute, die sowas hier nicht gesehen haben, die jetzt nicht wissen, was hier eigentlich passiert ist. Und die zwei Typen da unten, die grübeln wahrscheinlich immer noch. Guck mal, wie der da herumschaut. Der denkt sich gerade eben so, wer hätte das gewesen sein können? Weil hier war ja damals das wunderschöne Gefängnis, aus dem wir ja jemanden befreit haben. Wer das ist, das wissen halt eben nur die Leute, die halt eben alle Folgen gesehen haben. Da gibt es natürlich sehr viele, die das machen. Inklusive mir, weil ich die Folgen mache. Aber was ich auch sagen muss, ich versuche derzeit auf Twitter auch immer so witzige Aktionen zu machen. So, Geruchsneutralina, bitte gib mir das Stückchen Bacon! Oh mein Gott, wir haben jetzt endlich Bacon, Alter. Das haben wir einfach so lange dafür gebraucht, um das zu bekommen. Und endlich haben wir das, denn wir müssen heute noch so viel erledigen. Naja, jedenfalls gibt es halt eben Leute, die halt eben alles angucken und die sind halt mega cool. Die wissen halt eben, was Bescheid, was abgeht. So, jetzt können wir den goldenen Spaltulla hier machen. So, bam, den goldenen Spaltulla haben wir jetzt. Und jetzt, meine Freunde, können wir uns den Kitzelgürtel machen. 9000 Attack Damage. Ich glaube, ich raste aus, Alter. Oh yeah, das ist krass. Warte mal, macht der auch Geräusche, der Kitzelgürtel? Music Settings, 20%. Machst du Geräusche irgendwie, Kitzelgürtel? Hallo? Machst du Geräusche? Nö, oder? Hä, der muss doch die ganze Zeit eigentlich so... Alter Vater, er macht wirklich Geräusche, der Kitzelgürtel. Oh yeah, meine Freunde, das ist so cool, Alter. Dieser Kitzelgürtel ist einfach das Allercoolste, was es gibt. Und damit können wir theoretischerweise jetzt Mantarochen besiegen. Wir müssen übrigens den Music Sound jetzt wieder auf 4 stellen, damit wir hier nicht zu lauten Sound haben. Aber er spielt tatsächlich Sound ab, der Kitzelgürtel. Wir haben jetzt immer noch die Infernalrune drin. Oh, er spielt wieder Musik. Oh, yeah, baby. Das heißt, wir müssen hier nochmal kurz, yay, in die neueste Dimension. Das heißt, wir sind jetzt wieder im Abfalleimer. Wir müssen jetzt nochmal ganz genau gucken, wo sich denn Mantarochen befindet. Der ist auch schon hinten hinter der großen Krabbe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie wir den angreifen sollen, aber
Oh, da spielt er wieder Musik, Alter. Ach ja. Warte mal, so. Wir müssen den jetzt erstmal aus der Hand nehmen, damit der jetzt nicht die ganze Zeit Lärm macht, weil wir müssen jetzt Matterhorn einfach mal ein bisschen verfolgen und einfach nur schauen, dass wir den Kitzelgürtel, ja, einfach mit einem Schlag dürften wir ihn sozusagen so paralysieren, ja, dass er eigentlich umfallen sollte und vor Lachen krümmen, ja. Das heißt, in den Folgen von SpongeBob war es ja damals auch mal so, dass wenn man dann hier den Linksklick auf den Matterhorn macht, dann sollte das eigentlich so aussehen, dass er sozusagen auf den Boden fallen sollte und er spielt wieder Musik, dass der jetzt auf den Boden fallen sollte und dann sozusagen, ja, wie soll ich sagen, ne, dann sollte er vor Lachen irgendwie sterben. Irgendwie sowas war das. So, er hat 9000 Leben, wir haben den 9000 Attack Damage Gürtel und wir greifen, glaube ich, einfach von hinten an, er sieht uns nämlich nicht und 3, 2, 1, oh yeah, bam, baby. Oh, krümmt er sich vor Lachen? Er ist tot. Alter Vater, und hier haben wir die letzte Rune, die wir benötigen, die Aquatic Rune. Oh yeah, baby, das heißt, wir haben es geschafft. Wir haben alle drei Weltenbosse besiegt mit unserem super coolen Gürtel, Alter. Oh yeah, baby. Das heißt, wir können jetzt theoretischerweise sozusagen, Alter Vater, das heißt, wir sind fertig, ne? Das heißt, wir können jetzt unsere Runen einpacken, ne? Und jetzt in die Emerald-Welt wieder gehen. Und wenn wir in der Emerald-Welt sind, meine Freunde, dann wisst ihr ganz genau, was... Was ist das eigentlich? Fourth Dimensional Sword? What the fish? Das ist das, was Matterhorn hat. Und das leuchtet in der Hand, Alter. Das wird immer so schwarz-weiß. Das können wir uns theoretischerweise nicht ausrüsten, weil das mir irgendwie nicht gefällt. Weil irgendwie macht das immer so komische Geräusche und so. Oh, yeah, baby. Das heißt, wir sind jetzt wieder in der Stadt. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz zum guten alten Emerald-Weltportal, ja. Wo uns ja damals nochmal Derby die ganzen Blöcke weggenommen hat, weil wir ja bestellt haben bei Geruchsneutral. Ich bin froh, dass wir noch Dings weiterhin nicht bei Geruchsneutral bestellt haben, ja. Weil Geruchsneutral hat jetzt halt diese Königsrüstung und so ein Zeugs, ja. Und, alter Vater, wenn hätten wir dort dann wieder bestellt, dann hätte er uns wahrscheinlich wieder irgendwelche Sachen weggenommen oder sowas in der Art. Aber ich frage mich tatsächlich, oh nein, Mist, wir haben die Runen vergessen, meine Freunde. Wir haben hier nämlich die blaue Rune, die Aquatic Rune. Dann haben wir ja noch die Feuerrune, die wir rausnehmen müssen aus dem Portal. Und wir haben natürlich die lila, ne, Windrune, die wir eigentlich nehmen müssten, weil die haben wir von Gotar. Die zweite haben wir von Quenchot, das heißt, die Feuerrune war von Quenchot. Und die dritte Rune jetzt von, vom guten alten Dingsterpumpster, ihr wisst Bescheid, vom Mantelrochen. Das heißt, wir müssen hier kurz unsere Rune abbauen. Da haben wir es so. So, da die rote, da die blaue. Jetzt müssen wir kurz die lilane mitnehmen, weil die grüne war nämlich von Griefer MC. Das ist eine, die nicht stark genug ist. Das ist einfach eine ganz normale. Und hier haben wir natürlich die Transporing Rune, dann die Aquatic Rune und die Infernal Rune, ja. Und das sind die drei Dinge, die wir jetzt gleich in der Emerald-Welt, wo auch wahrscheinlich, wo halt eben Smites und so sind, ne, wo wir das dann alles einsetzen müssen, weil ich weiß jetzt nicht, in welcher Folge das war, aber ich glaube, das war Folge 50 oder so, ja. Da haben wir ja natürlich erfahren, was halt eben in diesem Raum abgelaufen ist. Wir haben ja nämlich, wir verfolgen ja die ganze Zeit schon Chupa Chups und ich war Chupa Chups, glaube ich, noch nie so nahe wie heute, ja. Weil es sieht tatsächlich danach aus, dass wir tatsächlich jetzt irgendwann, ja, süß aussieht, dafür sorgen werden, dass wir jetzt endlich wieder zu Chupa Chups kommen, besiegen schnell Snakewitz, weil wir haben sowieso den Kitzelgürtel 5000 und wenn wir den Kitzelgürtel 5000 gegen Snakewitz benutzen, ist er dann wieder One-Hit. Und dann haben wir ihn, oh, warte mal, zack, so, hier den Weg nach oben benutzen, in das Portal rein, Mama, dort wartet doch bestimmt schon der Smiderino Valentino, ach, der war gerade im Boden drin, alles klar bei dir, Smites, yo, man, was geht ab, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie wieder nach da ganz hinten gehen, warte mal, ich glaube, Smites hatte sogar eine Wegbeschreibung dafür, kann das sein, dein Enkel hat mein Pferd geklaut, das war schon alles, verschmiert, achso, genau, der hatte geschrieben, ja, ich habe ihn hier aus dem Portal laufen sehen, mit dem Pferd als Begleiter, ich persönlich würde sagen, dass er in sein Labor gelaufen ist, ja. Und da haben wir ja schon gesagt, dass dort alles schon mit Blut verschmiert ist. Und da hat er uns dann weitere Tipps gegeben. Falls ihr das nicht gesehen habt, ne, einfach mal nachschauen. Es gibt ja viele Leute, die schauen sich alle Folgen nochmal nachträglich an. Weiß jetzt nicht ganz genau, welche Folge das war, aber ich bin mir gerade eben nicht so sicher, wo wir nochmal hin mussten, ne. Weil das Labor von Snakewitz war eigentlich relativ gut versteckt. Warte mal, easy peasy, lamb squeezy. Das heißt, wir müssen irgendwie hier lang. Und dann dürfen wir, wo waren da? Ah, da hinten ist der Eingang tatsächlich. Und da hinten haben wir nochmal eine schwebende Insel, so wie es aussieht. Oh yeah, baby. Das heißt, wir schweben hier nochmal über den wunderschönen Atlantis, ja, den wir hier haben, den kleinen Atlantis. Und dann dürften wir eigentlich hier runtergehen, wo wir eigentlich letztes Mal den guten alten Chupa Chups, nee, wir haben Chupa Chups hier gar nicht gesehen. Oh, guck mal, hier ist gar nicht mehr alles voll mit Blut verschmiert. So, das heißt, letztes Mal hat dieses Portal hier nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Runen einsetzen, damit das hier alles schön funktioniert. Denn in den letzten, als wir das letzte Mal hier waren, hat das Portal hier einfach nicht funktioniert. Ja, das heißt, wir müssen jetzt so die rote Rune hinter das rote Glas, dann die blaue Rune da
oben und die lilane Rune dann einfach hier. Und dann dürfen die jetzt eigentlich, glaube ich, dieses Portal jetzt endlich mal aktiviert haben. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt richtig abgeht, Alter. Und das passiert natürlich in der nächsten... Nein, war ein Spaß. Wir gehen natürlich nochmal rein, damit wir uns das nochmal ansehen können. Ich bin natürlich dafür, dass wir uns das... geht's hier los? Oh, lalalalala, hallo, Mama? What the fish? Zona? Beschützer des Lichts? Wo bin ich hier? Wieso sind hier überall Wolken? Und wer bist du?